Die Arbeit von Dominik Schmidt ist im klassischen Sinne eine, das sage ich als Kollege, eine verdammt gute Malerei. Und das muss ich vorwegschicken, weil das ist einfach mein Hut ziehen vor dem jungen Kollegen, der unglaublich ausgereift arbeitet. Wenn ich diese Bilder anschaue, werden zwei Sachen direkt provoziert. Zum einen die Lust am Entdecken, das Entzücken. Ja, oh, hier gibt es was zu sehen, hier gibt es was zu lesen, hier ist jetzt so viel los. Aber auch das sofortige Erkennen, da sind so viele Dinge auf dem Bild, die will ich mir jetzt eigentlich gar nicht angucken, aber ich muss trotzdem hingucken. Nicht nur, weil es so gut gemacht ist, das auch. Aber ich muss hingucken, weil er eine ganz bestimmte Balance ansteckt und sie auch erreicht. Dieses Sezieren, dieses Aufdröseln, Aufschneiden von scheinbar menschlichen Figuren hat etwas sehr Brutales zuallererst, erinnert uns aber auch an eine kindliche Brutalität, die wir vielleicht, die manche vielleicht mal erlebt haben, wenn sie, ich finde es furchtbar heute, aber es ist eine Faszination, wenn sie als Kinder, als junge Schüler in irgendeinem Biologieunterricht das erste Mal einen Frosch sezieren mussten. Das findet statt, real, und dann erlebt man als Kind, als Jugendlicher dieses Ding zwischen Entzücken und Faszination. Man möchte in die Dinge reingucken, man möchte ihnen auf den Grund gehen, und die Tatsache, dass man da mit einem Lebewesen hantiert, die spürt man erstmal gar nicht. Erst wenn man hinterher von diesem toten Frosch träumt, dann merkt man, was man gemacht hat. Das heißt, dieses Entzücken, auch das Verbotene zu tun, auch mit dem Skalpell etwas zu untersuchen, auch unter die Haut zu gehen, das tobt er einfach aus und bietet es uns und geht dann auch noch ein Stück weiter und wie in einer quasi wissenschaftlichen Arbeit setzt er uns dann hier noch scheinbare Gebrauchsanweisungen oder medizinische Zuschreibungen in diese Bilderblocks rein. Das sind aber schon kleine Irrwege, auf die er uns führt, weil in Wirklichkeit ist es dieses Grundgefühl, dieses Hineingucken wollen in die Sache, das Hineingucken eigentlich gar nicht ertragen und trotzdem nicht wegkommen. Dieses Look at you, was passiert eigentlich mit deinen eigenen Tabus oder mit den Tabus, die du dir nicht angucken willst? Oder was passiert eigentlich mit dir, wenn du allein gelassen wirst und trotzdem hinter die verbotenen Vorhänge schauen darfst? Das alles erweckt Dominik Schmidt in mir, wenn ich mir diese Bilder anschaue. Was als Abschluss vielleicht noch ganz wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass ich mich beim Betrachten gerade dieses Bildes immer wieder zum Schluss zurückgezogen habe auf eine Ikone. Das heißt, ich bin immer wieder durch dieses Bild gewandert und so hat er es auch angelegt, unterstelle ich jetzt. Zum Schluss bin ich immer an dieser kleinen, weichen, unaggressiven Hand gelandet, die vielleicht so als Angebot, alles wird möglicherweise gut, diesen kleinen Lorbeerzweig oder diesen kleinen Zweig der Hoffnung in das Bild hält und mir auch so eine kleine Heimat gibt, wenn ich mich lange genug auf diesem Bild ausgetobt habe und mit meinen Untiefen gerungen habe. Die Methode, die Lust am Sezieren und am Vorführen und am Anlocken in nicht eindeutige Gefühlswelten, das zieht sich durch alle Arbeiten von Dominik Schmidt. Bezeichnenderweise ist es immer oder fast immer ein fast menschliches Wesen, was uns anzieht und was dann in irgendeiner Art und Weise seziert, untersucht, hinterfragt wird, bis an diesen köstlichen Punkt des schmerzhaften Entzückens, wo man nicht weiß, darf ich das jetzt noch interessant finden, darf ich das jetzt noch genießen oder ist das jetzt schon jenseits des Schicklichen. Dominik Schmidt macht mit dieser Art und Weise eine sehr, ja, ich möchte mal einen Ausdruck benutzen, eine sehr hochentwickelte, weit entwickelte, weise Geste, die bei der Jugend der Jahre extrem verblüffend ist. Und allein die Spannung lohnt es sich auch, dass man mal mit dem Verursacher, Produzenten dieser Arbeiten ein kurzes Wort wechselt, dann wird nämlich die Spannung, die hier erzeugt, noch irrsinniger.